Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich habe für euch heute wieder, zumindest für mich, sind es total tolle Themen gewesen. Ich bin wieder in die Welt des Wissens, des Allgemeinwissens abgerutscht, habe Dinge erfahren, bin ein wenig schlauer geworden und vor allen Dingen wieder ein Stück weit faszinierter von dem, was um uns herum halt passiert ist oder... Na? Ich sage euch jetzt auch gleich kurz die Themen. Also, es geht ja erstmal um Aliens. Das ist nur ein kurzes Reflektieren der momentanen Situation. Dann geht es um Tycho Brahe, einen dänischen Astronomen, der sehr spannend war, vor allen Dingen für True Crime Enthusiasten könnte sich die Frage stellen, ist er einfach nur nicht schnell genug auf Toilette gegangen oder hat man ihn mit Quecksilber vergiftet? So, dann reden wir über einen Vogel, den ich entdeckt habe, der auch in Norddeutschland vorkommt, vom März bis Oktober ungefähr. Dann reden wir noch über das Computerspiel Sonic und im Zuge dessen bin ich down the rabbit hole und habe mich mit japanischen... ja, Volksmythen beschäftigt, beziehungsweise mit einer Figur davon. Und ja, darüber werde ich euch berichten. Und wir haben dann noch eine sehr leidenschaftliche Liebesbeziehung im Petto, die ich in meinem Lesetagebuch tatsächlich wieder ausgegraben habe. Und ich hatte alles vergessen und war dann heute Morgen wieder sehr fasziniert von meinen Notizen und auch darüber geht es. Es geht um Elizabeth Taylor und Richard Burton. Ja, so und jetzt wollen wir gleich starten, aber gerade noch vorher. Es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich könnte eure Kaufentscheidung mit dem, was ich euch hier erzähle, halt beeinflussen. Und ja, der Rechtsgeber will das so, dass es dann eine Dauerwerbesendung ist. Unten in der Infobox findet ihr alle möglichen Informationen dazu, Links, damit ihr nicht mitschreiben müsst oder wenn mir noch was einfällt, irgendwelche Dokus oder Bücher oder sonstiges, die für das Thema noch interessant sind, das findet ihr alles unten, genauso wie Zeitstempel, so dass ihr euch zu den Themen springen könnt, ganz bequem, die euch gerade interessieren. So, kommen wir erstmal zum Thema Aliens. Ja, habt ihr das mitgekriegt mit diesen Aussagen vor dem amerikanischen Kongress unter Eid? Ich finde, es wurde viel zu wenig darüber berichtet, dafür, dass das eigentlich so ein Thema ist, bei dem ich persönlich jetzt sagen muss, dass ich ganz viele Leute kenne, die eigentlich völlig auf dieses Thema anspringen, wie ein Hund hinterm Knochen herläuft. Also ich kenne einige Leute, die sich mit Aliens beschäftigen, die immer mal Bücher darüber gelesen haben, sei es die von... Däneken oder das, es war immer mal Thema. Also ich glaube, ich kenne persönlich mehr Leute, die schon UFO-Erfahrungen gemacht haben oder daran glauben oder sich damit beschäftigen, als Leute, die das nicht tun. Irgendwie war immer mal das Thema und dann hatte immer irgendjemand mal irgendwelche Lichter gesehen. Sogar war das der Präsident Jimmy Carter, hat ja auch was gesehen und hatte es eingereicht. Ich glaube, es war Carter. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Einer der amerikanischen Präsidenten hat jedenfalls eingereicht, dass er was gesehen hat. Und wollte eigentlich auch, das war auch ein Teil des Wahlkampfes, sagen, hey, ich deck's jetzt auf und ist nichts draus geworden. Also... er hat es dann mal ganz schnell fallen lassen, aber dafür, dass das so ein Riesenthema ist, erfährt man eigentlich nicht wirklich was davon. Hey, es gibt wahrscheinlich Aliens und keinen interessiert's. Also ich finde, das ist gerade ein bisschen befremdlich, wie die Welt auf diese Nachrichten reagiert. Ich stehe dem Ganzen weiterhin absolut skeptisch gegenüber. Je mehr da kommt, wisst ihr, am Anfang wäre ich so gewesen, so ja, super, ja, endlich raus und interessant und so weiter. Und heutzutage denke ich, warum jetzt? Was hat das Ganze zu bedeuten? Ich habe mir ja damals auch den Livestream angeguckt, wo es, erinnert ihr euch noch vor, ich glaube, das war 2019, müsste jedenfalls gewesen sein, so um den Dreh, wo sie bei der Area 51, als sie die stürmen wollten, im Naruto-Style, Naruto Runners, war auf einmal das Thema, das Trending Topic. Ja, ich habe, ihr wisst, ich habe da immer so einen leichten Hang hin, wenn es um diese Themen geht und
Ja, also habt ihr jetzt davon viel mitbekommen? Verfolgt ihr es? Ich habe gestern Abend noch mit einer Freundin telefoniert, die eigentlich auch sehr viele Bücher darüber gelesen hatte. Die hat das gar nicht mitbekommen zu dem Zeitpunkt, hatte sich dann bedankt, dass ich sie darauf hingewiesen habe, dass sie, dass ich in Artikel reinfressen kann. Und ja, also ich habe mich damit jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht beschäftigt, weil, wie gesagt, so mehr jetzt davon kommt, desto mehr verliere ich das Interesse daran. Sehr seltsam. Sagen wir es so, ich werde misstrauisch. Und ich weiß nicht, ich habe dazu gerade eine extreme Distanz. Wie sieht es bei euch aus? Mich würde eure Meinung interessieren, ob ihr euch jetzt für dieses Thema erwärmt oder ob ihr auch sagt, eine, der ich folge bei Instagram, die hat reingesetzt, ja, es gibt Aliens und keinen scheint es zu interessieren. Und deswegen, wegen dieser Aussage, habe ich bei mir reflektiert und habe gedacht, jupp, könnte gut sein. Habe über die Zeitung geguckt und habe gesehen, dass das nicht so das Titelthema ist. Und deswegen würde es mich interessieren, wie es bei euch ankommt. Ist das jetzt ein Riesenthema oder ist das eher so, ne? So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte es euch gesagt, True Crime-Leute könnten da jetzt etwas wittern. Es geht um den Astronomen Tycho Brahe. Der lebte zu einer Zeit, als es noch nicht ja, diese Teleskope gab. Man konnte den Himmel noch nicht so beobachten, wie man es heute kann. Mein Gott, was würde der sich freuen über James-Webb-Teleskop und so weiter. Und das Hubble-Teleskop, also ich glaube, der wäre jetzt im siebten Himmel mit diesen technischen Möglichkeiten. Er hat das halt alles noch wirklich mit Sextanten und Winkelmesser und per Auge gemacht. Und er ist wohl auch der Vater der Methodik, dadurch, dass er immer gemessen hat und nachgeprüft, gemessen hat und nachgeprüft. Deswegen sollte er euch vielleicht halt ein Name werden. Ja, die Frage ist, wie ist er umgekommen? Er war bei einem Bankett von, wir haben jetzt wieder den guten Kaiser Rudolf II. Ihr wisst es, der aus Prag, der ja eh für Alchemie und so weiter einen leichten Faible hatte. Und er ist nicht vom Tisch aufgestanden, so die Geschichte. Und dadurch kam es zu einem Blasenriss und er ist dann 10 Tage später gestorben. Also, wenn ihr auf Toilette müsst, dann müsst ihr. Das sollte euch diese Geschichte echt lehren. Er ist jedenfalls, aber man hat ihn dann irgendwann nochmal wieder rausgeholt, hat nachgeforscht und man hat eine hohe Konzentration von Quecksilber halt gefunden. Manche böse Zungen behaupten, dass sein Assistent, Querstrich-Mitarbeiter Kepler daran schuld war, dass er ihn vielleicht ein bisschen nachgeholfen hat mit Quecksilber. Andere sagen, okay, vielleicht war das auch einfach die Medizin der damaligen Zeit, dass man dann gesagt hat, ihm geht's nicht gut, geben wir ihm Quecksilber. Also, wie auch immer, nichts Genaues weiß man nicht. Jedenfalls, das mit Kepler ist wohl sehr umstritten, dass er nachgeholfen hat. Aber dieser Mann hatte noch mehr zu bieten als nur jetzt seine wissenschaftlichen Errungenschaften. Er hatte schon, es gibt ein bisschen was, was ich interessant fand an seinem Leben. Und ihr wisst es ja, ich mag besonders so diese Fakten am Rande, weil es mir eine Person greifbar macht. Also, als allererstes, sein Onkel konnte keine Kinder bekommen und hat sich dann einfach mal gedacht, dann nehme ich doch mal dieses mit. Hat aber wohl keinen wirklich aus der Familie gestört. Also, ich kann euch unten einen Podcast auch zu Tycho Brahe verlinken, den ich gut gemacht gefunden habe. So, also ist er jetzt bei seinem Onkel aufgewachsen. Mit 12, 13, je nach Quelle, ist er dann an die Universität gegangen. Er kommt halt aus einem dänischen Adelsgeschlecht. Man wollte ihn jetzt halt für den Staatsdienst fertig machen, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Er wollte Naturwissenschaftler werden. Und mit 14 hat es dann letztlich vollständig gezündet in die Richtung Naturwissenschaften, weil er hat gesehen, eine Sonnenfinsternis. Und was ihn dabei besonders fasziniert hat, war, dass man sie so genau vorhersagen konnte. Auf die Stunde genau konnte man sagen, okay, jetzt gleich kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Und das hat ihn so fasziniert, dass er gleich angefangen hat, alles darüber zu lesen, was er in die Finger bekommen konnte, ob er es verstanden hat oder nicht. Er hat sich richtig reingekniet in das Thema und hat angefangen zu forschen. Der Durchbruch kam dann, als er eine Supernova halt beobachtet hat und dann hat man ihm dann halt auch, der dänische König hat ihm dann eine Insel angeboten, wo er seine Forschung machen konnte. Und da war dann auch eine Druckerei und eine Papierfabrik irgendwann, damit alles halt vor Ort war, damit er
forschen konnte. Ist sehr schön, wenn man so einen reichen Gönner hat, der sagt, hey, ich gebe dir alles, ich glaube an dich. Mach mal. Ja, und das alles noch nicht finanziert über diese ganzen Patreon und sonstigen Geschichten, sondern ja, da hat man dann halt den König begeistert mit seinen Forschung. Und solange er forschte, durfte er da bleiben. Naja, es hat sich später ein bisschen verkehrt, weil der Sohn des Königs dann ja irgendwann zwangsläufig auf dem Thron kam und er war jetzt nicht so der Fan. Und es waren ziemlich viele nicht unbedingt Fans von ihm. Wegen einer mathematischen Formel geriet er mit einem Cousin in Streit und sie haben sich duelliert und seit dem Zeitpunkt hatte dann Tycho Brahe keine Nase mehr. Die hatte er im Duell verloren und hat dann wohl eine metallene Nase getragen, die er immer mit so einer Salbepaste angeklebt hat. Also ja, es ist sehr weird. Also ich bin ja immer wieder fasziniert, wie weird das Leben spielen kann. Er galt als Choleriker, das heißt, immer wieder mussten neue Assistenten gesucht werden. Was sehr interessant war, was ich sehr interessant auch fand an seiner gesamten Biografie, war, dass er geheiratet hatte, eine Bürgerliche, aber er konnte sie nicht kirchlich heiraten. Hätte er sie kirchlich geheiratet, hätte er halt, ja, verloren seine Adelsprivilegien. Aber habt ihr damals, und wir reden hier um 1600 herum, also nicht 16. Jahrhundert, sondern um 1600 herum, ja, damals war es in die Gesetzeslage in Dänemark, und das hätte ich niemals gedacht, habt ihr mit jemandem 3 Jahre zusammengelebt und halt auch Kinder in dieser Beziehung gehabt, war also einer Ehe wohl gleichgestellt. Also das war mir komplett neu. Das hätte ich auch ehrlich gesagt in keinster Weise vermutet, dass mal irgendwann so die Gesetzeslage war. Ich gucke mal gerade, habe ich noch irgendetwas vergessen? Er ist dann ja irgendwann nach Prag gegangen, weil er im Norden halt nicht mehr geduldet wurde. Und ja, Tycho Brahe, es wurde nach ihm Mondkrater benannt und ich glaube Marskrater auch und irgendwelche anderen Sachen. Es gibt, glaube ich, auch sogar einen Tycho Brahe-Preis. Ja, eine Figur, wo ich eigentlich erstmal nicht drangegangen wäre und dann im Nachhinein doch sage, ich finde es interessant, also wenn ihr für Naturwissenschaften was übrig habt. Der Podcast, den ich euch verlinke, ist super kurzweilig, den kann man wunderbar nebenbei mal hören. Ich habe nebenbei gekocht und habe halt, ja, über Tycho Brahe dann noch mehr erfahren. So, dann kommen wir dazu, dass ich gestern mir, ich habe ja Readly, ihr wisst es, ich habe Readly, das ist ja dieses Abo für Zeitschriften und da habe ich gestern gescrollt und entdecke, ja, den Begriff, wo ich langsam merke, dass je mehr weiter ich in dieses Ding reinkomme, je größer wird es, dass ich Fan werde. Und das ist gefragt, gejagt. Und ich habe gesehen, den Moderator Alexander Bommes vorne auf der Hör zu. Und daneben standen die Worte, die mein Gehirn natürlich sofort rausfiltert. Gefragt, gejagt, XXL, Interview mit den Jägerinnen darüber, wie sie lernen. Ach, das könnt ihr euch sparen. Also jetzt ganz ehrlich, das Interview war nichts Besonderes, es war nur so ein ganz kleiner Text. Es kommt jetzt eine XXL-Folge, das wird lustig. 190 Minuten geht die, glaube ich, am 5. August oder so. Und das ist natürlich eine Ansage, ne? Ich denke auch mal, es ist zur besten Sendezeit, dass ich dann Telefon rausziehen werde und werde mich dann da rein vertiefen. Ja. Ich weiß es noch nicht. Also das ist ein bisschen sehr lang, ne? Ich weiß nicht, wie gut meine Konzentration dann am Ende noch ist. Ich meine, ich rate ja mit. Das heißt, jede Schnellraterunde, ich sitze da und zähle, wie viel habe ich. Ich habe es euch ja gesagt, am Anfang waren es 1,5 regelmäßig, mit denen ich rausgegangen wäre. Und jetzt so langsam komme ich an die, es bringt also wirklich was, ihr verbessert euch. Jetzt momentan bin ich öfter mal bei 3 und bei 3,5. Mal gucken, wann ich das erste Mal sagen kann, hey, ich wäre im 5000er Club gewesen. Aber ich glaube, das dauert noch. Also sogar mit der Sicherheit, zu Hause zu sein und nicht vor einer Kamera zu stehen, komme ich da drauf nicht. Ja, also
Das Interview könnt ihr euch in der Regel sparen. Ich merke aber jetzt gerade, und das finde ich sehr schön, wir haben ja auch oft hier schon über Fansein geredet und wie viele gute Gefühle es einem gibt, wenn man sich auf Dinge freut, wie jetzt zum Beispiel auf die XXL-Folge oder einfach, dass man abends weiß, okay, man hat eine neue Folge oder man sieht die Leute, von denen man Fan ist. Und ich bin Fan der Jäger. Es gibt mittlerweile nicht einen Jäger mehr, von dem ich kein Fan bin. Und dann, es sind immer so kleine Glücksgefühle, die man sich zwischenzeitlich holt. Ich finde es großartig, was sie leisten und ich habe richtig meinen Spaß daran. Ja, also bin ich da drauf gegangen und ich musste feststellen, dass ich die Hör zu, ich habe die ja jetzt ja seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Früher war das die Fernsehzeitschrift, die wir immer hatten, die lag da halt. Die ganze Kindheit eigentlich lag die da rum. Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwann hatten wir mal umgestellt. Ich weiß gar nicht, warum wir umgestellt haben, aber sonst lag da immer, eigentlich immer wirklich die Hör zu. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe mich dann wieder daran erinnert, dass ich diese Sachberichte, die in der Hör zu vorne drin sind, sehr gerne gelesen habe. Und ich mag es auch, dass da drunter immer gleich steht, ein TV-Tipp zu dem Thema. Also das, ich muss sagen, dass ich gerade die Hör zu lerne wieder zu schätzen. Und wahrscheinlich jetzt so die einen Hörzus mal durcheiern werde und mal gucken werde, was da so alles vorgestellt wird. Es sind nur kurze Berichte, schön viel Bild, wenig Text. Das heißt, es ist ideal, um sich erstmal eine Übersicht über das Thema zu machen. So, und in der aktuellen war halt ein Bericht drin über einen Vogel, den ich nicht kannte. Mark kannte den natürlich, wahrscheinlich kennt ihr ihn auch. Und zwar über den Löffler. Ich habe dieses Viech gesehen und habe es eigentlich irgendwo nach Afrika verortet. Da ist es auch ein Großteil des Jahres, aber es reist tatsächlich bis oben zu uns in den hohen Norden. Und da kann man ja den Löffler wohl von März bis Oktober halt sehen. Und es gibt verschiedene Varianten. Es gibt sogar eine rosa Variante, ähnlich wie bei den ähnlich wie ein Flamingo. Also so ähnlich jetzt auch nicht. Es gehört halt zu den Ibisvögeln. Und ich fand, er sah einfach skurril aus. Und ich habe mich jetzt aber noch nicht so viel näher damit beschäftigt. Dann gab es noch einen Bericht über so eine riesige Schildkröte, die sie jetzt bauen wollen. Halt, na, wie ein Kreuzfahrtschiff, aber dann halt auch über Solar. Und das soll jetzt in Saudi-Arabien, glaube ich, gebaut werden. Und in Italien wurde sie entworfen. Aber ich fand, das war einfach eine ganz interessante Übersicht in dieser Zeitschrift. Ich werde sie jetzt öfter, sie ist ja eh bei mir im Abo drin, also warum sollte ich nicht die durchblättern, ne? Oder Mars überlassen, sie durchzublättern, weil wir haben ja eigentlich die Teilung, dass ich die englischsprachigen Sachen übernehme und sie die deutschsprachigen. So, dann habe ich eine Zeitschrift reingeguckt mit Charakteren zu bestimmten Videospielen, also Videospielcharaktere, die man eigentlich kennen sollte. Und gleich beim ersten bin ich in ein Down the Rabbit Hole gegangen, Kaninchenloch und ab ins Wunderland. Es ging um Tails und Tails, glaube ich, ne? Ja klar, er hat zwei Schwänze. Also es ist ein kleiner Fuchs, der ist gelb. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Also okay, meistens ist er bildschirmgroß, also, ne? Vielleicht kennt ihr noch das Spiel Sonic. Sonic war mir immer zu hektisch. Ich kam damit nicht klar. Ich war halt das Nintendo-Mädchen. Und das war Sega, ne? Und das Sega entstand dann da nicht Sony draus. Naja, ist egal. Jedenfalls, ich war immer das Nintendo-Mädchen, nicht das Sega-Mädchen. Das heißt, ich hatte mit Sonic und mit Tails und so weiter nichts am Hut. Ich war halt Mario, Luigi, Yoshi. Das waren so meine Kindheit. Donkey Kong, Zelda. Damit habe ich mich vergnügt, während halt ich immer auch mal Bekannte hatte, die hatten halt Sonic. Aber Sonic war halt die Steuerung. Es hat mich wahnsinnig gemacht, obwohl ich ein extrem schneller Spieler in Jump'n'Run bin, war das nichts für mich. Ich hätte gedacht, aber ich habe diesen Fuchs nie richtig unter Kontrolle gekriegt. So, und jetzt habe ich mir halt Tails heute angeguckt. Ich wollte eigentlich nur mal einmal so rüberscrollen. Habe auch ein bisschen was über den Charakter an sich erfahren. Zum Beispiel, dass er eigentlich Miles Prower heißt, was ein Wortspiel ist mit dem Begriff Miles
per Hour, also Stundenkilometer. Es ist halt ein sehr schnelles Spiel und er kann halt seine zwei Schwänze als Propeller benutzen und ja, also so weit, so gut. Durch diese Sache bin ich aber auf Kitsume gekommen. Und Kitsume ist im japanischen Volksglauben halt ein, ja, Gestaltwandler. Es hat auch ein bisschen was Irrlichtmäßiges, weil dieser Fuchs, neunschwänziger Fuchs, halt auch blaue Lichter entstehen lassen kann, die dann halt... ja, mal Gutes, mal Schlechtes bewirken. Fuchsfeuer auch genannt. Und ja, mit Kitsume hatte ich wusste ungefähr über Kitsume Bescheid. Ich habe zumindest schon mal den Begriff gelesen. Ich habe die so Artwork gesehen. Ich denke, ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ich habe es aber noch nicht nachgeguckt, ob es irgendwelche Final Fantasy Charaktere gibt. Also ihr wisst ja, diese Dämonen, die ihr dann heraufbeschwören könnt, die halt auch auf Kitsume basieren. Das habe ich ja, ich habe ja Final Fantasy 9 und Final Fantasy, habe ich Final Fantasy 10? Ja, 10. 9 und 10 waren, glaube ich, meine hauptsächlichen Final Fantasy Spiele, die ich gespielt habe. Ich liebe 9. Ich weiß, 9 ist kindlich. Ich weiß, 9 ist nicht so das Wahre für die meisten Final Fantasy Fans. Aber ich habe 9 absolut geliebt. Das war auch mein Einstieg. Ich glaube, das ist immer so, wenn ihr so ein Einstiegsspiel habt, das, ne? Ja, jedenfalls sind die schon recht interessant, die Kitsume. Also sie sind weder gut noch böse. Sie können beides sein. Sie sind sehr alt in der... sie sind schon vorchristlich halt erwähnt worden. Und ja, sie sind interessant. Es gibt auch noch Verbindung zu dem Anime Inuyasha. Inuyasha hat eine Freundin von mir immer geguckt. Also ich bin da irgendwo nicht so reingekommen. Ich glaube, ich habe mir aber auch nicht mal die Mühe gemacht. Ich war schon aus dem Anime... aus meiner Anime-Phase raus und sie war halt da damals völlig dann im Inuyasha-Fieber. Was gibt es über diese Wesen zu berichten? Also sie können sehr verführerisch sein, sie nehmen meistens halt die Form eines jungen Mädchens oder einer schönen Frau an. Weniger sind sie Kinder, weniger sind sie auch junge, attraktive Männer. Sie müssen das Gestaltwandeln erst lernen. Bei dem Feuer ist man sich nicht ganz so sicher, ob sie das von vornherein können. Und dadurch, dass Kitsume so beliebt sind und überhaupt deutsche Sachen sehr beliebt sind in Japan, haben sie auch oder hat eine gewisse Bekanntheit Reinicke Fuchs, da halt der deutsche Reinicke Fuchs halt in Japan gewonnen. Und mit Reinicke Fuchs habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Das wird dann jetzt auch irgendwann kommen. Aber ich bin auf den Wikipedia-Artikel gegangen und das ist so erschlagend viel, dass ich jetzt eine andere Quelle brauche, um mich mal mit Reinicke Fuchs zu beschäftigen. Ich weiß, dass Goethe irgendwie auch über Reinicke Fuchs geschrieben hat, weil das war jetzt irgendwie eine Quizfrage. Und aber... ich könnte euch jetzt nicht viel über Reinicke Fuchs sagen. Ich weiß jetzt, dass er manipulierend ist, dass er seine Stimme verstellt. Im Japanischen hat man wohl noch so ein bisschen mehr Magie auch in den Charakter einfließen lassen, was er im Deutschen nicht hat. Und ja, damit sollte ich mich dann jetzt vielleicht eventuell auch mal ein bisschen beschäftigen. Ja, also Kitsume, finde ich, ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ja. Vielleicht interessiert es euch ja auch. Ich weiß ja, dass viele von euch einen richtigen Japan-Tick haben und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch noch viel besser über Kitsume oder mit Kitsume auskennt wie ich. So, jetzt kommen wir zu Taylor und Burton. Das war ja eine Liebesbeziehung, das war ein Feuerwerk, das war Leidenschaft pur, es war viel Alkohol im Spiel. Sie haben sich geliebt und zerstört, eine ähnliche Anziehungskraft wahrscheinlich wie Zelda und Scott Fitzgerald. Es war halt einfach eine Pulverfassbeziehung, wie ich persönlich sie nicht haben wollte. Aber ich habe durchaus Freundinnen, die total auf diesen... ja, die auch den Streit, die Leidenschaft, die das alles brauchen. Und ja, genau dieses große Kino findet ihr, wenn ihr euch mit Elizabeth Taylor und mit Richard Burton beschäftigt. Ich habe dann
eben mal geguckt und es kommt jetzt tatsächlich eine Romanbio. Ich weiß, viele von euch nähern sich gerne einem Thema über Romanbios. Es kommt eine Romanbio raus über die beiden, nicht über die beiden, über Elizabeth Taylor, wo es dann halt auch um ihre Beziehungen geht. Sie hatte ja reichlich und ja, jetzt soll es hier gehen um Richard Burton und Elizabeth Taylor. Für alle, die überhaupt gar keine Ansatzpunkte haben, Elizabeth Taylor, Hollywood-Star, irgendwann mal beste Freundin von Michael Jackson gewesen. Sie war das Mädchen in der ursprünglichen Lassie-Verfilmung. Sie hat die Brautkleider nach dem Krieg modern gemacht, weil, ja, mit Vater der Braut, ja. Das Vater der Braut von Steve Martin ist ein Remake. Ich habe auch das Original gesehen mit. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht mehr drauf, wer den Vater gespielt hat. Aber Elizabeth Taylor war dabei, die Frau mit den veilchen blauen Augen, was man noch nicht gesehen hat, weil es noch in Schwarz-Weiß war. Bekannteste Rolle wahrscheinlich Cleopatra. Und einen Oscar hat sie gewonnen für. Wer ist Virginia Woolf? Da hat sie mit Richard Burton gespielt. Er hat keinen bekommen. War nicht gut für die Beziehung, wie ihr euch denken könnt. Und Richard Burton, Schauspieler, kommt aus einem walisischen kleinen Arbeiterdorf. Shakespeare, für Shakespeare absolut bekannt gewesen. Und ja, eingestandenes Mannsbild mit reichlich Problemen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Er hat das erste Mal Taylor in Hollywood gesehen. Da war sie 21 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wie vielte Ehe es dann schon war. Sie hatte eine 6 Monate alte Tochter. Sie war wohl am Pool. Und er hat gesagt, na, who's that chick? Kann mir die mal jemand vorstellen? Und sie hat das mitgekriegt. Sie hat nur ihre Sonnenbrille langsam runtergenommen und hat ihn eiskalt angeguckt. Das hatte sich dann erstmal erledigt. Und ja, erst 8 Jahre später sind sie dann zusammengekommen. Also es hat ein bisschen Zeit gebraucht, dass die beiden sich finden. Ich finde es interessant, dass die Zeit nicht so läuft, dass man jemanden kennenlernt und dann, na, sofort irgendwo, sondern man trifft sich wieder und dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Nicht, dass es wirklich der richtige Zeitpunkt war, für die beiden, weil bei Cleopatra war sie verheiratet, ihr Mann war da. Irgendwann hat er sich dann auch vor sie und ihren Mann gestellt und hat gesagt, na, wen von uns beiden liebst du? Und irgendwann hat sie sich dann durchgerungen und hat gesagt, dich. Und dann hat er wohl gesagt, richtige Antwort, aber du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ja, da seht ihr auch, wie viel Ego involviert war in diese ganze Beziehung. Burton hatte nicht unbedingt das Selbstbewusstsein für eine Elizabeth Taylor vielleicht auch. Sie hatte ja alles. Zum 18. Geburtstag gab es einen Nerzmantel vom Studio, ein Cadillac mit Platinzündung und ja, ihr Vater war Kunsthändler. Gab es noch irgendein Gemälde oben drauf? Sie hat Diamanten gesammelt. Ich bitte euch, da war richtig Geld und er halt das, ja, noch ein, ja, der Junge aus dem Bergarbeiterdorf. Ich glaube, es war ein Bergarbeiterdorf. Er war jedenfalls nicht sehr hoch in der ja, gut verdienenden Klasse. Und er hatte zudem, war er hatte die Bluterkrankheit, ich gucke gerade mal, er litt unter Schlaflosigkeiten, Epilepsie und Höhenangst. Also er hat sich, na, da sieht man immer so jemanden wie Richard Burton, ein Star, aber selber sein Selbstbewusstsein, er wusste schon, wo seine Probleme da hängen. Und trotzdem, sie haben sich halt ineinander verliebt, aber vor allen Dingen war er die treibende Kraft, auch bei Kleopatra, Nacktszenen, ne? Und da hat er sich dann versucht, ans Set zu schleichen, um einen Blick auf Elizabeth Taylor zu bekommen. Und hat dann wohl auch die ungeschnittene Fassung irgendwie in die Finger bekommen und hat dann gesagt, die muss ich haben. Und es ging ja auch. Und es war dann auch wirklich wie Funken und Feuerschlag und so weiter. Und sie hat dann noch ein Interview gegeben, wie erotisch sie den Guten findet. So sehr Missfallen damit erregt, dass der Vatikan sogar dafür war, dass sie ausgewiesen wird aus dem Land, weil sie halt einfach in ihrem, wie toll sie ihn findet und dass alleine schon seine Stimme ausreichen würde. Ja, das war zur damaligen Zeit halt nicht so ein Statement, was man einfach machen durfte oder machen konnte. Ne, er hat sie an den Alkohol wohl gebracht und ja, es war katastrophal. Also, na, ne, sie liebten und sie schlugen sich.
aber sie konnten auch nicht wirklich ohne einander und nicht wirklich miteinander. Dazwischen gab es dann reichlich Beziehungen. Sie hat sich wohl nicht gebunden. Zumindest stand das in meinen Notizen, aber er hat sie dann irgendwann nach New York eingeladen. Sie mal dachte, so, jetzt will er mich wieder. Wir hatten genug Pause. Und er hat dann gesagt, wo sie reinkam, ich will die Scheidung. Und sie hat sich riesig aufgeregt. Dafür lässt du mich hierher kommen. Und das ging dann in die Hotelgeschichte ein, weil das Hotel sich bei den Gästen entschuldigen musste wegen der Ruhestörung, die die beiden verursacht haben. Also wirklich ging es hoch her. Er meinte irgendwann, als sich wieder was anbahnte, hat er dann eine BBC-Moderatorin geheiratet und hat der Presse gesagt, er kann sich keine Elizabeth Taylor mehr leisten. Er braucht jetzt eine Frau, die ihn pflegen kann. Wäre ich seine Ehefrau gewesen, ich hätte nur gesagt, super, such dir eine andere. Also eine sehr beleidigende Aussage, finde ich jetzt. Also, naja, wie seht ihr es? Es gab jedenfalls dann, hat er ihr noch einen Brief geschrieben. Das war das Letzte, was sie dann von ihm bekommen hat, wo er gesagt hat, dass sie sein Zuhause ist und er möchte nach Hause kommen, er möchte wieder bei ihr sein. Aber der Brief kam erst an, als er schon tot war, und sie hat den Brief wohl immer bei sich behalten. Also, es gibt auch noch eine Serie, glaube ich, oder einen Film über die beiden mit Helena Bonham Carter in der Hauptrolle als Elizabeth Taylor. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich werde ihn euch unten verlinken. Und wenn ich noch irgendwas finde, ich hatte auch noch eine Biografie über die beiden. Vielleicht habe ich die immer noch irgendwo. Ich glaube nicht, dass ich die weggegeben habe, aber ich habe sie auch noch nicht zu Ende gelesen. Packe ich euch dann auch unten rein, wenn ich es finden sollte. So, das war's jetzt heute von mir. Ich wünsche euch eine richtig schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.